ganz herzlich willkommen hier beim 15. Bundesligaspieltag hier aus Freiburg beim Spiel SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg. So, die Mannschaften betreten den Platz. Das Stadion ist gut besucht. Gustavo bei Wolfsburg. Höfler von Freiburg hier im Bild. Oh, jetzt die Seitenwahl. Schiedsrichter ist Heimo Wasserschneider aus Deutschland. Hier die Startelf und die Auswechselspieler von Freiburg im 4-4-2-System. Und hier die Formation. Und hier das gleiche für die Wolfsburger, die Startelf und die Auswechselspieler im 4-2-3-1-System. Mit natürlich dem wichtigen Stürmer vorne Olic, hier auch nochmal in der Formation zu sehen. So, und dann geht es auch schon los. Hier im Freiburg bei dieser Partie des 15. Bundesligaspieltags. Schnell noch etwas zu den Liga-Platzierungen. Wolfsburg liegt auf Platz 6 der Tabelle, also im oberen Teil. Und hier schon eine gute Chance gerade. Eine gute Chance, das ist schon fast im 16er, aber konnte geklärt werden. Also nochmal zurück auf die Tabelle. Wolfsburg liegt auf Platz 6, also im oberen Hälfte, ist für die Europa League qualifiziert momentan. Und hat 23 Punkte. Und Freiburg liegt auf dem 15. Platz, also einen Platz vor dem Relegationsplatz. Und noch wieder eine gute Chance. Hier ein Lattentreffer und Baumann kann den Ball noch gerade fangen. Das wäre sonst die frühe Führung gewesen. Und er ist direkt wieder hier im Angriff. Über Arnold. Mit einem Schuss direkt auf Baumann, aber der kann parieren. Und jetzt gibt es Ecke. So, und jetzt Ecke, Rodriguez führt aus, bringt den Ball rein auf Diego, versucht er noch mit einem Schuss und jetzt Naldo, der versucht es auch noch, aber da kann Baumann mit dem Fuß noch abwehren, aber das ist ja wirklich hier schon ziemlich Action im Freiburger Strafraum in den ersten 5 bis 10 Minuten und jetzt sieht man es nochmal hier, gute Chance und jetzt wieder Rodriguez mit dem Eckball hier wieder ausführen auf Naldo, aber der kommt nicht mehr dran und jetzt wieder mit einer Reingabe. Diego jetzt. Und jetzt Rodriguez wieder über die Außenbahn. Bringt den Ball rein. Caligiuri. Olic. Und der trifft zum 1:0 für die Wolfsburger in der 10. Minute. Aber das hat sich ja gerade schon hier ziemlich klar eigentlich gezeigt, dass die wesentlich besser gerade drauf sind in den Anfangsphasen. Von daher der Treffer nicht unbedingt eine Verwunderung, weil es gab ja jetzt schon einige Chancen, wie man gerade in den vorigen Szenen gesehen hat. Also nochmal, um auf die Tabelle zu kommen. Freiburg liegt auf dem 16. Die liegen sogar auf dem 16. Rang. Ich habe eben 15 gesagt, das stimmt nicht. Die liegen auf dem 16. Rang, also sprich auf dem Relegationsplatz mit 11 Punkten. Also von daher sind die Wolfsburger wesentlich besser momentan drauf. Und momentan hat auch Wolfsburg ist mit Bayern zusammen, oder Bayern ist die einzige Mannschaft, die noch besser ist. Jetzt gerade wieder hier ein guter Angriff. Diego versucht es, kommt auch fast durch. Konnte noch gerade so geklärt werden. Also, was ich gerade sagen wollte, Bayern ist die einzige Mannschaft, die besser ist als Wolfsburg. Und zwar hat Bayern ja ziemlich lange jetzt schon kein Spiel mehr verloren. Und Wolfsburg hat jetzt seit 6 Spielen unbesiegt. Bayern ist natürlich unglaublich. 39 Partien ungeschlagen. Das ist natürlich ein absoluter Rekord. Aber das ist auch schon nicht schlecht. So, und jetzt wieder ein guter Schuss, konnte abgewehrt werden hier vom Keeper.
Die letzte Niederlage hatte Wolfsburg am 8. Spieltag gegen Braunschweig. Und Freiburg hat auch in den letzten 10 Duellen immer getroffen. Also in den letzten 10 Duellen von Freiburg und Wolfsburg hat immer Freiburg mindestens einmal getroffen. So 90-60% Pässe. So, und jetzt gibt es Freistoß hier, glaube ich, nach diesem Foulspiel hier. Jetzt gibt es Freistoß für die Freiburger. Höfler. Hanke. Sind natürlich ziemlich früh in Rückstand geraten. Das müssen sie jetzt natürlich wieder aufholen. Oder nicht aufholen, aber halt versuchen, da jetzt gegenzusteuern und dann den Ausgleich so schnell wie möglich zu erzielen. Mal schauen. Also wieder Ginter, der versucht hier in die Mitte zu spielen, kriegt es aber nicht hin. Und jetzt Hanke über die Außenbahn. Aber der Ball geht ins Tor und es gibt Abstoß hier. Benaglio führt aus. So, es sind jetzt ungefähr 32 Minuten gespielt und es steht, wie ihr ja lesen könnt, 1-0. So, Olic jetzt hier im Angriff für die Wolfsburger. Ah, jetzt Gustavo. Rodriguez. Und Hanke holt sich den Ball wieder. Versucht jetzt über die Außenbahn zu kommen, aber da sind zu viele Verteidiger und jetzt hat Rodriguez den Ball wieder. Und startet jetzt wieder hier einen Angriff für die Wolfsburger, der allerdings wieder abgewehrt werden kann. Und jetzt ist wieder Hanke am Ball. So, Caligiuri. So, Hanke. Und jetzt Hanke über die Außenbahn hier. Spielt den Ball rein auf Memidi und oh, der legt sich da auf die Schnauze. Ist ja schon fast ein bisschen traurig, wie der da reinfliegt. Naja. So, jetzt Günther. Und Günther auf. Er geht den Ball hier. Und jetzt Luis Gustavo versucht es hier auch irgendwie. Und jetzt ist Nachspielzeit 3 Minuten. Frei ist über die Außenbahn. Aber das wird auch nichts. Jetzt gibt es Einwurf. Sorg Höfler auf Ginter, der versucht in den 16er zu spielen. Der Ball kommt aber nicht an. Und jetzt gibt es Vorteil. Olic versucht jetzt wieder für den Wolfsburger Angriff hier einzuleiten, wird aber gefoult. Und jetzt gibt es Freistoß für Wolfsburg. Jetzt Arnold und Baumann, der Keeper der Freiburger. Pariert, spielt den Ball wieder in die Mitte. Und jetzt ist Ende. So, also 1-5 Schüsse, 1-2 Schüsse aufs Tor, 57-53% Ballbesitz. 12-4 Zweikämpfe, 1-2 Fouls.
1:0 Verletzte. Weiß ich jetzt auch nicht, was da passiert ist. 1:0 Abseits. 0:3 Ecken. 1:0 100:40% Schussgenauigkeit und 84:77% Ball, ne, Pässe, genau. So, und da geht es auch schon weiter hier zum Beginn der zweiten Halbzeit. Jetzt Wolfsburg von rechts nach links. Hövler auf Freis, Ginter, Hanke. Hanke kommt jetzt über die Bahn. Will in den 16er spielen, kriegt es aber nicht hin. So, und jetzt Luis Gustavo wieder im Angriff für die Wolfsburger hier. Aber jetzt wieder Arnold. Aber Arnold immer noch am Ball. Der hält sich gut. Jetzt Diego Arnold. Spielt sie super frei. Im 16er, kommt aber nicht zum Schuss. Fällt hin. Und jetzt Ecke für Wolfsburg. In der 52. Minute hier. Aber der Eckball war nix. So, Caligiuri. So, Memedi. Memedi über die Außenbahn. Wird hier gestört von Ox. Naja, das war jetzt nix. So, und jetzt gibt es Einwurf. Pila, Ginter. Auf Hanke, der steht da super frei, aber... Der Ball geht leider ins Tor aus. Und jetzt gibt es Freistoß. Ich laber einen Scheiß. Es gibt nicht Freistoß, es gibt natürlich Abstoß. So ist es richtig, genau. Nee. Also man merkt schon, Freiburg ist wesentlich besser wie in der ersten Halbzeit. Sie sind... stark am Drücker und versuchen hier den Ausgleich zu schaffen und dann vielleicht sogar noch einen Siegtreffer zu erzielen, aber sie haben jetzt auch nicht mehr ganz so viel Zeit. So, jetzt Caligiuri versucht es nochmal mit einem Angriff, kann aber abgewehrt werden und jetzt Höhn. Und jetzt gibt es Freistoß. Nach einem Foul, wie man sieht. Perizic kommt rein für Caligiuri bei den Wolfsburgern. Und jetzt der Freistoß außen führt. War natürlich jetzt ziemlich peinlich, weil der Pass ging genau zu einem Gegenspieler. Und jetzt kommt die Flanke rein. Kann aber nicht verwertet werden. Und jetzt mit einem Nachschuss, einem guten Nachschuss, muss sogar hier der Keeper eingreifen und mit einer Flugparade reagieren. Hier sieht man es nochmal, die Situation. Ein guter Schuss und hier sieht man, dass der Ball noch gerade so abgewehrt werden kann. Und jetzt Günther mit einer Reingabe.
Kann aber auch nicht verwertet werden. Jetzt Freis. Versucht es auch mit einem Schuss. Und der ist auch nicht so schlecht. Muss auch pariert werden. Und es gibt wieder Eckball. Also, sie versuchen jetzt hier echt auf diesen Ausgleichstreffer zu laufen. Und jetzt wieder mit einer Reingabe. Das wird aber auch nichts. Auf Freis. Auf Freis im Rande des 16ers hier. Was macht er? Spielt er ab oder er versucht selber, aber der ging zu hoch. Der war an sich ganz gut, aber ein Ticken zu hoch und ging dann über den Kasten. So, jetzt Co. Der eben frisch eingewechselt. Ich weiß nicht, ich habe das ja gesehen. Ich habe es jetzt nicht erwähnt, aber auf jeden Fall wurde Co. gerade eingewechselt. Memedi über die Außenbahn jetzt wieder mit dem nächsten Angriff für die Freiburger. Hanke trifft die Latte. Was eine Chance jetzt hier. Echt eine der besten Chancen in dem Spiel. Hier sieht man es nochmal. Super gemacht, aber ein Ticken zu hoch. Und jetzt gibt es wieder eine Auswechslung, wie man hier sieht. Jetzt geht Olic, also wirklich einer der besten Stürmer hier in der Partie. Und Dost kommt rein. So, jetzt gibt es hier die Auswechslung. Direkt mehrere Spieler werden ausgewechselt. Klaus kommt für Freis. Und Darida kommt für Mike Hanke. So, und jetzt wieder ein Wolfsburger Angriff, der aber leicht abgewehrt werden kann. Jetzt gibt es Vorteil und jetzt wird es abgepfiffen hier. Freistoß für Wolfsburg. Luis Gustavo. Und jetzt wieder die Freiburger mit Memedi auf Klaus, den neu eingewechselten, der aber da den Ball verliert, gegen Naldo. Rodriguez auf. Ah, da ist der Ball wieder weg. Hövler. So, 10 Minuten noch. Da kommt auch nicht mehr richtig dran. So, Diego jetzt mitten im Wolfsburger Angriff wieder. So, Memedi über die Außenbahn versucht es jetzt nochmal mit einem nächsten Angriff. Ox auf in die Mitte. Hövler. Was macht er? Er zieht ab und da ist der Ausgleich. Unglaublich. 85. Minute, Hövler mit diesem Ausgleichstor. Sie haben es lange erwartet und lange darauf hingearbeitet. Und da ist es jetzt endlich, der Ausgleich. Auf jeden Fall verdient. Hier sieht man nochmal. Guter Schuss. Nichts zu machen für den Keeper. Und das verdiente 1:1 hier in dieser Partie. So, und jetzt nochmal mit dem nächsten Angriff. Über die Außenbahn, aber der geht ins Tor aus und es gibt Abstoß für Benaglio. So, noch 3 Minuten plus Nachspielzeit. Und jetzt ein guter Angriff wieder. Perisic über die Außenbahn. Ah, es hätte gut klappen können, aber jetzt. Und jetzt zieht er ab, aber er wird geblockt und der Ball ist wieder weg. Und die Freiburger wieder. Jetzt Darida. Bringt den Ball rein. Aber der kann auch abgewehrt werden. Aber eine gute Reingabe. So, Klaus jetzt über die Außenbahn.
bringt den Ball rein und super Chance. Ich glaube, der ist sogar noch auf den Pfosten, auf den Eckpfosten gekommen. Uiuiui, war an die Latte, würde ich sagen. Da habe ich die Spannung hier noch in der Partie. Pilar. Und da ist das Spiel aus. 1:1 zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg. Eine gute Partie. Man kann sagen, die erste Halbzeit auf der Seite von Wolfsburg, die zweite Halbzeit auf der Seite von Freiburg. Also insgesamt eine ausgeglichene Partie, deswegen auch ein gutes Unentschieden. Und mit diesen Szenen hier nochmal zum Abschluss. Ja, also, da finde ich, ist es doch eine spannende Partie. 8:5 Schüsse, 4:2 Schüsse aufs Tor, 57:43% Ballbesitz, 28:7 Zweikämpfe, 2:3 Fouls, 0:0 gelbe Karten, 1:0 Verletzung, 1:0 Abseits, 2:4 Ecken, 50:40% Schussgenauigkeit, 80:83% Passgenauigkeit. Naja. Aber insgesamt eine ausgeglichene Partie. Aber die zweite Halbzeit war auf jeden Fall auf der Seite von Freiburg. Auch wenn, ich würde mal sagen, Wolfsburg die erste Halbzeit auf jeden Fall dominiert hat. Das kann man nicht anders sagen. Aber Freiburg hat sich auf jeden Fall gesteigert und auf diesen Ausgleichstreffer hingearbeitet. Und dann auch verdient das Tor gemacht. So, Spieler der Partie ist Hövler, der hat auch das Tor gemacht. Ansonsten sind alle so im Sechserbereich und bei, also im Sechserbereich, die bei Wolfsburg genauso. Das sind auch die meisten im Sechserbereich. Hier sieht man es nochmal so, die ganzen Spieler. Also von den Bewertungen hier sind die Spieler echt alle nicht ganz so gut, aber naja. Also insgesamt eine spannende Partie, die wir hier gesehen haben. Eine schöne Sonntagspartie. So, das war's jetzt erstmal von mir. Was sagt ihr, wie wird diese Sonntagspartie hier in dem vom 15. Spieltag ausgehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Antworten und eure Meinungen. Sag bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche und tschüss.